Also am Anfang, wo ich noch keinen Job gehabt habe, da bin ich hergegangen und habe das Kindergärten und Schulen angeboten, was die Integration von Kindern anbelangt, die eben vielleicht irgendein Handicap haben. Und das war so nett, ich habe einen ganz lieben Brief gekriegt von einer Frau, weil sie hat so ein Kind gehabt, das kleiner war oder eben anders. Und mit diesem Büchlein hat sie sich verbinden können, also mit dem Tom oder mit dem Wolf, und sich besser annehmen können. Es war so ein herzlicher Brief, ein wunderschöner Brief, wo die Mama sich bedankt hat bei mir, dass ich überhaupt so ein Buch geschrieben habe. In diesem Buch wird ja ganz klar hervorgehalten, dass die Kinder total in die Mitte genommen werden, also geliebt werden, auch im Kindergarten. Keines wird gemobbt oder gehänselt oder sie halten schön zusammen. Die Überfürsorge war zwar dieser eine Teil, den ich hervorgenommen habe, aber im Endeffekt, die Kinder sind damit ganz normal umgegangen. Sie haben es total angenommen und nicht gehänselt. Also das war eben die Erfahrung, die die Mama mir mitgeteilt hat und eben auch ein Teil dieses Buches ist. Die anderen, die anders sind, anzunehmen. Was ist denn Norm? Und ich bin der Verfechter nach wie vor, dass die Norm nicht von der Masse nur bestimmt werden darf, weil alles ist sozusagen das Große und Ganze. Ja, und das habe ich da in diesem Büchlein vorgekippt. Bis zum nächsten Mal.